Wir leben Wrestling. Tony Khan verärgert Mitarbeiter. Im Rahmen des NFL Drafts hat sich Tony Khan am Wochenende zu WWE geäußert und erneut gegen den Marktführer geschossen. Khan verglich WWE mit dem ehemaligen Filmproduzenten und verurteilten Sexualstraftäter Harvey Weinstein und erklärte, dass er mit AEW versuche, gegen den großen Konzern anzugehen. Brian Alvarez berichtet in diesem Zusammenhang, dass sowohl einige Superstars und Mitarbeiter bei WWE als auch bei AEW diese Aussage als sehr lächerlich empfunden haben. Besonders bei All Elite Wrestling soll Khans Verhalten in der Presse immer wieder für Frust sorgen. Update zu CM Punk. Das Comeback von CM Punk könnte bereits früher eintreffen als ursprünglich gedacht. Punk erklärte im Anschluss an SmackDown, dass seine Regeneration sehr gut voranschreitet. Sein Trizeps sei noch nicht ganz bei 100%, jedoch möchte er schon in absehbarer Zeit wieder in den Ring steigen. Gunther wollte nicht zu WWE. In einem Interview mit Gorilla Position hat Gunther verraten, dass er ursprünglich nicht sehr angetan von einem langfristigen Engagement bei WWE war. Der Grund dafür war, dass der Österreicher kein Fan vom alten Produkt war und keine Vision für seinen eigenen Stil beim Marktführer hatte. Erst Gespräche mit Triple H haben dazu geführt, dass Gunther sich mehr und mehr vorstellen konnte, auch langfristig bei WWE erfolgreich zu werden. Darüber hinaus bemerkte der 36-Jährige, dass der Regimewechsel für ihn zum richtigen Zeitpunkt kam. Drew McIntyre vor Auszeit? Wie bereits berichtet, kämpft Drew McIntyre aktuell mit mehreren kleinen Verletzungen. Der PW Insider vermeldet, dass McIntyre nach seiner Vertragsverlängerung nun wahrscheinlich eine kleine Pause zur Auskurierung nehmen wird. Eine lange Auszeit wird jedoch nicht erwartet. MJF fällt länger aus. Laut einer Meldung von WrestlePurists wird MJF sich in Kürze einer Schulteroperation unterziehen. Dies ist ein Rückschlag für den 28-Jährigen. MJF hatte gehofft, seine Verletzung konservativ ausheilen zu lassen. Neue Untersuchungen haben jedoch ergeben, dass eine Operation nötig sei. Seine Ausfallzeit verlängert sich nun noch einmal und er wird AEW wohl noch eine ganze Weile fehlen.